Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Cut 8x8 und einem Tatra 8x8? Tja, dann seid ihr wissender wie ich, denn ich kannte diesen Unterschied nicht. Ich dachte, alles was 8 Räder hat, sei ein Cut. Okay, ja, aber jetzt zuerst von Anfang an, in diesem Video geht es, zuerst fahre ich zur heißen Quelle von einer anderen Seite her, muss mich da irgendwie durch die Landschaft kämpfen. Dann Silvester ist dann da an der heißen Quelle und dann ja, bleiben ein paar stecken da, unter anderem ein Geländefahrzeug und ich auch, ja, aber fast ein bisschen willentlich. Auf jeden Fall, diese Bergaktion gibt es in diesem Video zu sehen und viel Spaß beim Schauen. In Attar verteile ich Süßigkeiten. Schon 15 Kinder habe ich bedient. Ach, das wisst ihr noch gar nicht, aber ich füttere immer wieder mal die Hunde. Ich streue einfach so ein halbes Kilo Trockenfutter irgendwo hin. Und dann kamen gleich noch mehr. Dann habe ich es da noch am Boden verteilt, weil die ja nicht so gerne teilen. Jetzt geht es zur heißen Quelle. Es ist wieder neuer Morgen. Gestern hatte ich einen schönen Abend da im Outside, unter Vollmond sogar. Und jetzt fahre ich wieder zur heißen Quelle. Aber diesmal bin ich nicht alleine da, sondern ein paar Freunde warten. Neue Freunde, alte Freunde. Und ich glaube, vier sind sicher schon da. Ja, wir werden es dann sehen. Ja, diesmal komme ich aber von der komplett anderen Seite her, von Assa her. Flussbeta. Und versuche, da vorne ist eine Plantage. Und das ist dann das Hindernis. Da hoffe ich, dass da irgendwie ein Weg durchführt. Muss ich auf die andere Seite kommen. Ab da geht dann eine Piste, habe ich alles per Satelliten angeschaut. So einfach den Weg zu finden. Ich hoffe, ich komme da rechts vorne durch. Sonst muss ich wieder umdrehen, einen anderen Weg suchen. Plantagen ist nie ganz einfach. Jetzt habe ich einen gefragt, der meint da vorne links. Dann wieder rechts. Entweder Plantagen oder der Fluss. Ah, süße Hund. Hallo. Ja, jetzt ist eben genau das Problem. Ich glaube, da vorne ist ein Gutshof. Hier komme ich nicht weiter. Links sieht es auch nicht gut aus. Ja, ist scheiße. Die erzählen manchmal Zeug, du. Gutshof rum, ich hoffe, ich komme da vorne raus. Ey. Jetzt muss ich alles wieder zurück. Oh je, ich hoffe, da vorne ist eine Öffnung. Und es geht auch weiter, weil da kommt ein Feld. Scheiße. Offen ist es und ich muss da links, da ist eine Traktorspur. So eine Scheiße. Ich hoffe, ich bleibe nicht stecken. Es funktioniert! Mann, ey, was für ein Glück. Ey. So, jetzt bin ich da draußen. Ey. Auf der Traktorspur, also da ist ja der Traktor schon mal gefahren. Ich habe vorsichtshalber den Reifendruck runtergelassen. So, jetzt bin ich draußen. Und jetzt kann ich meine Spur suchen. Ah, so, jetzt bin ich um den ganzen Acker rumgefahren und fahre jetzt dieser Spur nach. Da vorne ist Fask, man sieht es von weitem. Jetzt versuche ich auf die Hauptspur zu kommen. Ich habe mir ein paar Punkte signalisiert. Also es geht durch diese Steppe und da vorne sollte dann eine
ja, Hauptpiste, halbe Hauptpiste kommen, so nach Satellit sehe ich das, nicht mehr weit. Aber ich bin zum Glück auf den Spuren von jemand anderem. So, jetzt, weil hier ist alles Flussbett, wenn es regnet natürlich. Aber hier ist so eine, jetzt, ja, so eine halbe Hauptroute, offenbar im Flussbett. Und ich muss auf die andere Seite rüber, weil da kommt dann eine gute Piste. Wunderbar, das sieht doch super aus. Weil hier geht es durch das Wadi, durch das Wet. So, ich hoffe, das hält da, du. Flussbett verlassen, es ging dann ein bisschen rechts und irgendwann sollte dann meine Piste kommen, die dann rechts wieder wegführt, direkt zu der Quelle. Bin da noch nie durch. Ja, ich sage immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und da ist ja eine Piste. Aber sie ist sehr alt. Aber trotzdem ist da mal einer lang gefahren. So, jetzt bin ich rechts abgebogen. Ich glaube, das ist sie. Da hat es Hundespuren. Jawohl, jetzt geht's direkt, die Piste führt direkt zur Quelle. Weil da vorne war ich schon mit dem Rad bei den toten Häusern. Die letzten 2-3 Kilometer laufen meine Hunde. Wie immer, Angie muss immer vorne sein, auch beim Rad. Ayla ist immer hinten. Ja, hier war früher Farmbetrieb, Häuser sind da, Bauern haben hier gewohnt, dann irgendwann ging das Wasser aus und jetzt fangen sie wieder an, pumpen das Wasser einfach hoch. Ja, gewaltiger Unterschied, da stehen sie ja, hey, zuhauf. Letztes Mal war ich ganz alleine und jetzt ist es fast überbevölkert. Also wie man sieht, kommt man hier mit auch einem 4x4 her. Da vorne ist ein 6x6. Und ohne 4x4 meine ich da, aber natürlich nicht diese Piste, die ich jetzt gefahren bin. Die ist nicht, ja, die ist nicht so einfach. So. Hier sind die ganzen Offroader verteilt. Alle schön weit auseinander. Und da hinten sind noch drei. Ich habe mich auch ein bisschen abseits gestellt. So, ganze Familie. Alle Platz hier drin, hä? Tipptopp. Ja. Alles angepasst. Ja, doch, gut, hä? Ein gutes Fahrzeug. Wir sind zufrieden, ja? Ja, glaube ich. Ja, super. So, jetzt gucken wir mal die warme Quelle an. Die sind nämlich fleißig wieder am Bauen, jedes Jahr offenbar. Kommen die Europäer und machen da alles schön. Jetzt kommen auch die Marokkaner zum Helfen vor. Da waren 4-5 Leute hier, alle am Graben. Das gibt das große. Okay, mit drei machst du, bevor du filmst. Hä? Okay, mit drei, bevor du filmst. Versteh dich nicht. Du verstehst mich genau. Okay, mit drei. Oh. Oh, jetzt aber. Eingesandet.
Woman, das ist Wunder. Also die Woman ist Wunder. Also die Regierung ist das ein bisschen aber... Hast du ein Buch oder so, dass man es nachlesen kann? Hast du ein Buch? Nein, ein Tagebuch, das Beispiel. Ach so. Andere Satz, hä? Ah jo. Aber ist nicht tief genug. Hätte noch zwei Umdrehungen tiefer, dann würde es alleine stehen. Ja, dann ist da einfach alles. Ja, das merken die nie. Irgendwie keiner kennt in der Türkei. Oder Montenegro. Was? Italien. Da sind auch noch zwei Geländerfahrzeuge. Und? Nein, einer ist ein Iveco. Der gute alte Iveco. 3510. Das ist doch auch ein gutes Fahrzeug. Sicher sehr gut, geländegängig, kurzer Radstand, genügend Bodenhöhe, würde ich mal sagen. Besser wie meiner eigentlich. Dafür ist die Wohnung auch klein, meine ist doppelt so groß. Oh, da ist glaube ich noch ein Hund drin. Ich bin Reiskocher für die Hunde, jetzt muss ich noch mal schnell zurück. Da ist es mein Reis. Voller am vollsten. So, es reicht. Wann ich so groß war, 3-4 Jahre, ja, hat, mein so Vater, bin ich ungefähr hat mein Vater mir schon gelernt, um Feuer zu machen. Oder versuchen wir so, wie wir das so jung werden. Mein Vater hat mir nur gelernt, wie man ein Feuer ausmacht. Der Rest ist für mich. 91, das geht eigentlich. Da hat er einen Tauchsieder drin, das ist so eine Badewanne, wo er reinkommt. Das ist der mit Reinigung und so, leichtes Salzwasser. Ja, das ist der Einzige, der glaube ich so einen Teil hat. Ja, und das ist seine Bude, kann man sagen, so alles aus Holz, selbst gemacht. Hä? So ist das. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Offroad extrem. So, jetzt kommt dann die völlig feuchte Stelle. Ja, ihm fehlt die Sperre, hä? Hast du Sperre drin? Ja. Nein, ja. Ah, okay. Er sinkt ein auf der anderen Seite. Ja, er muss zurück. Die Sperre ist nicht drin. Doch, die Sperre ist drin, sagt er. Es dreht nur ein Rad. Es dreht nur ein Rad, die Sperre ist nicht drin, sagt er. Ja, dann kann ich auch nicht. Ich hab die Angst. Dann geht sie nicht rein. Ja. Ja, die ist nicht. Wir haben uns ein. Die geht nicht rein. Die Sperre geht nicht rein. Er hat nur hinten eine. Das ist jetzt scheiße. Weil wir sinken drüben ein. Ja, ja. Was machen wir jetzt? Alles halb so schlimm. Wir haben Iveco da.
Oh je. Nein? Ja, natürlich blöderweise auf der anderen Seite. 5 Meter Seil lassen wir drauf. Also wir ziehen die jetzt komplett aus, solange wir können. Ich habe auch noch ein Stück Seil, Großstückseil. Und dann habe ich eine Regel. Ja, vorher ging eine durch und der hat irgendwie mit den Sperren ein Problem. So, jetzt kommt Frau weiß, was zu tun ist. Die, doch. Da braucht es eine Frau, die das Problem löst. Eindeutig. Jetzt kommt die Winde, er hat eine Winde. Kannst du da rausnehmen, ne? So, das ist. Ich nehme den Teil jetzt weg, ich bring's dir wieder. Güterübung. Wir haben Zeit. Das ist gute Übung, ich bin live dabei. Keine Panik. Die Leute gucken auch meine YouTube-Videos. Und jetzt kommen sie selber da drin vor. In einer schönen Aktion. Geht sie nicht mehr? Doch, er dreht durch. Die Winde. Ja, ist egal. Angie, komm da. Angie, komm da! Komm weiter, lass mir ein bisschen die Auto. Ich schaff's bis gleich rüber. Bis gleich rüber. Sehr gut, jetzt hast du es gleich. Nur weiter. Super. Andersrum drehen. Gut. Stopp. Gut, stopp. So, geschafft. Also, wir wissen, die Sperre geht nicht. Der hat nur diagonal vorne und hinten angetrieben. Aber jetzt sollte das ohne gehen. So. Unterwegs nach Tiznit, um dem Stefan ein Zwischengetriebe einzubauen. Da auf der Straße machen wir das. Ich helfe ihm da schnell, weil der schon lange hängen geblieben ist. Und ja, jetzt fahre ich dahin. Ich bin gerade an einer Olivenölfabrik vorbeigefahren. Die stellen das Olivenöl hier direkt her und kaufe gleich einen Liter. Kostet 10 Euro. Habe es aber probiert, es ist gut.
So, wegen dem bin ich hierher gekommen, um das Mitteldifferential auszubauen, und das ist das Neue, das ist jetzt endlich angekommen. Das baue ich an, ich bin mittendrin. Und aber wir haben eine Pause gemacht und da fein gegessen. Das sind die Schweizer wieder, die haben wir schon mal ein paar Mal gesehen. Jawohl. Ich bin jetzt wieder zurück nach Gulmin und Fask. Gestern habe ich ja noch das Zwischengetriebe eingebaut und das funktioniert jetzt auch wieder. Der hat einen Austausch herkommen lassen aus der Schweiz. Und sein altes nehme ich jetzt mit in die Schweiz, da ich ja sowieso da durchreise. Ja, jetzt fahre ich aber wieder zurück nach Gulmin und nach Fask. Und ja, diese Nacht noch, 16:30, eine Story muss ich euch erzählen. Ich erzähle nicht immer alles, aber das erzähle ich jetzt halt. Gestern Nacht habe ich noch Schreien gehört draußen. Ich habe da mitten in der Stadt parkiert, übernachtet. Und dann habe ich rausgeguckt. Dann habe ich gesehen, wie ein junger Mann gegen drei los ist. Zwei auch jüngere. Und ein älterer Mann, der ältere Mann war der Guardian, der war nicht so groß. Und der junge Mann, der war besoffen, war ziemlich gut gebaut auch. Ja, auf jeden Fall habe ich dann die Hosen angezogen und bin raus. Unterdessen sind die zwei Jungen abgehauen, weil einer davon verletzt war. Also abgehauen, sie haben sich einfach versteckt. Einer war verletzt. Und dann habe ich versucht, ihn zu beruhigen, und dann, ja, das ging dann nicht. Schlussendlich wollte er das Auto von diesem Guardian zerschlagen, und dann habe ich eingegriffen und habe den jungen Mann halt mal kurz oder schnell am Boden gebracht mit ein paar Griffen und dann ihn festgehalten, sicher 15 Minuten oder 20 sogar, bis dann endlich die Polizei kam. Die ist zwar gerade um die Ecken, aber ja. Und das alles morgen früh, etwa 5 Uhr dann schlussendlich. Und dann haben sie ihn mitgenommen. Das soweit. Manchmal, ja, gibt es auch sowas. Aber früher habe ich mal in dem Asylwesen so gearbeitet. Und da war ich mich gewöhnt, immer mal wieder einzugreifen. Ich bin in Gulmin Gemüse kaufen, Brokkoli, Mandarinen, und mit der Angie, die kann ich gut mitnehmen, die macht das gut, die schlägt sich irgendwie durch da im Markt, ohne dass sie Ärger macht. Das ist ja hundefällig, oder? Und du hast ja kein Bier mehr. Jungs, ich zieh weiter. Zieh weiter? Ja. Ja. Wo geht's hin? Anti-Atlas. Ah, in die Berge. Genau. Wir sehen uns dann im Oman. Vermutlich. Achtung, schüttel mal deine Hand aus. Geh, hol den Hund. Emmy, komm her. Emmy, hopp. Emmy, aber schnell. Geh her. Hopp, hopp, hopp.
aber noch die leichte Übung. Ja, bleibt da. Ja, da komm her. Da komm her. Das war's. Danke. Okay. Ich bin dran. Nein. Nein. Ja, irgendwo muss der hängen. Ja, am Gewicht. Fahr zurück! Probier mal zurück! So, da ist noch einer umgefallen. Ja, bloß hat er das. Ja, jetzt bin ich voll im Sumpf und das ist Sumpf und Speere sind zwar drin, aber da nützt alles nichts. Da drehen drei Räder. Keine Chance zum selber rauskommen, mit Blechen vielleicht, aber jetzt kommt mich der Cut holen, rausziehen. Also ich habe es nur gemacht, damit ich mal von einem Cut rausgezogen werden kann. Ich stehe da unten im Loch, mitten im Schlamm, in diesem Wadi. Aber das Teil zieht mich jetzt raus, der muss jetzt alles rundherum fahren. Und das ist doch auch mal was. Von einem Cut 8x8 gezogen zu werden, hat gesagt, ich zieh dich raus, wenn du drin blickst, also keine Angst, mach es, probier's. Ist schief gegangen. Dafür werde ich jetzt von ihm rausgezogen. Da kommt er, meine Rettung in der Not. Es ist aber kein Cut, es ist ein Tata. Sorry, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber die sehen, glaube ich, ziemlich ähnlich aus. Aber mir ist es egal, hauptsächlich so ein Riesenteil, weil der macht das mit Kleinigkeit. Ja,
Kontakt und den Kontakt aus. Also schade, weil die Kommunikation funktioniert. Rechts hinten, du sitzt auf. Du sitzt auf rechts hinten. Jetzt? Ja. Niemals. Na ja, schauen wir mal. Vielleicht schon. So, Harald, danke. Bitte? Danke. Bitte, bitte, bitte. Rausziehen. Bitte.
Ich dachte immer, das sei ein Cut, aber das ist ein Tata. Die sehen aber ziemlich gleich aus. Was ist das? Ein Tatra. Er hat die Brillen nicht auf, dann kann er nicht lesen. Also. Darum ist er auch in der falschen Spur gefahren und hat dann leider... Und den Kaffee hat er bei uns auch nicht getrunken und daher war der Pulsschlag wegen der Kippgefahr. Sag mal was über dein Fahrzeug. Das ist ein Fahrzeug mit 8 Rädern und 2 Reserveräder. Ja, das sieht man. Aber ein Eigenbau, so eine Eigenkonstruktion, der gibt es nur einmal auf der Welt, hast du gesagt? Den gibt es nur einmal auf der Welt, ja. Der hat Luftfederung. Einzelradaufhängung, Luftfederung, militärische Kabine. Da sind wir weltweit die Einzigen, die das fahren dürfen. Tatra T7 Kabine. Kühlhauselemente, Wohnkofferaufbau. Also eigentlich 14.000 Kubik, 600 PS, das 1.100 Umdrehungen, 100 Stundenkilometer, Maximalgeschwindigkeit haben wir einmal gemacht. Also der Barista Car Techniker hat es einmal gemacht mit 160 und wir fahren, also ich bin selber 130 gefahren. Okay, also es geht. Eigentlich das perfekte Fahrzeug, um einem aus die Scheiße zu ziehen, wenn man im Schlamm stecken geblieben ist. 1000 Liter Wasser und 1300 Liter Dieseltank. Okay, ja, super. Mehr müssen wir nicht wissen, weil du bist der Einzige, der dieses Fahrzeug fährt auf dieser Welt und kann man eh nicht kaufen. Nein, kann man nicht kaufen. Gut, danke. Danke nochmal fürs Rausziehen. Zum Danken, und jederzeit. Dass du gesagt hast, ich soll da runter. Stecken bleiben, werde ich dich anrufen. Ja, sicher, auf jeden Fall. Ich organisiere den Super Puma. Ja, zwischen 18 und 20 Tonnen, das ist ja leicht zum Rausziehen. Ja. Aber schön hast du gesagt, ich soll da runterfahren, du kommst mich dann rausholen. Kein das habe ich Problem. Nie gesagt. Nie, das will ich nie sagen. Nee, nie. Gar nicht. Nein, sicher nicht. Macht man nicht, gell? Nein, das tut man nicht. So, alles wieder einräumen. Ich meine, wer hat schon mal die Ehre, von so einem Teil rausgezogen werden? Ist doch was, oder? Jetzt gucken wir uns mal meine Spuren an. Ist halt schon ein Riesensumpf. Da habe ich keine Chance. Und ich bin halt ziemlich viel rechts rüber, damit ich nicht Schräglage habe. Kippen ist gar nicht gut, deswegen lieber stecken bleiben. Zumal ja da Hilfe ist. Aber ja, Schlamm ist eins der schlimmsten Dinge. Profil gleich voll und dann ist das wie Slicks, da geht gar nichts mehr. Zum Dieseltappen. Das war's. The Punisher and QAnon. Nudeln hast du gesagt, gibt's. Ja, Nudeln mit Biotomaten. Oh je. Ich wollte eigentlich fahren, aber die haben mich jetzt da geschmiert mit Nudeln. Eingekauft. Backfisch. Ja. Da kann ich nicht widerstehen. Bist du nicht billig, dann kaufe ich dich billig. Also, mich kann man schon mit deinem Essen überzeugen, nochmal eine Nacht hier zu bleiben. So ist das. Ich freue mich auf deine Nudeln. Perfekt. Shot from the top. We're gonna be too high.
Lunch oder Essen gegessen, deine Linsen? Meine Linsen gerade reingehen. Also Explosionsgefahr. Ja. Also keine Pumpen. So, jetzt geht's da in dieses Fahrzeug rein. Das Essen ist da. Essen ist fertig. Alles fertig. Ja. So wie der Koch, der ist auch schon fertig. Der ist auch schon durch. Das ist nun deine Höhle, hä? Das ist die Höhle und das ist der Durchstieg. Da kann aber nur der Hund durchsteigen. Eigentlich können alle durchsteigen. Und da oben ist das Alkohollager. Okay. Jakob, gehst du wieder oder magst du kurz reinkommen? Okay. Also, du glaubst, du gehst wieder? Sonst, wenn du glaubst, dass du wieder herkommen willst, Dann komm anfangen. Na dann, schöne Grüße an die Fliegen. So, ich dachte immer, ich hätte den größten Kühlschrank. Der hat gleich zwei von diesen. In der Garage ist auch noch ein Kühlschrank. Ah ja. Und im Badezimmer ist ein Hammam. Also das Bierlager ist dann doch nicht ganz alles da vorne. Ja? Richtig. Nicht nur wir sind Camper, auch die Marokkaner. Ganz simpel wie wir auch in den 60er Jahren mit Zelt und Fahrrad. So, jetzt fahre ich aber ab. Ein Tag Verspätung, weil ich da unten hängen bliebe. Jetzt geht's in die Berge, in den Anti-Atlas, ganz alleine mal vorerst. Aber ich treffe sicher wieder Leute. So, das war es wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, teilt das Video, abonniert mich und ja, das Abenteuer geht weiter. Nächstes Mal über den Atlas, Anti-Atlas. Okay, bis bald.